Darf ich vorstellen, das da, das ist Knuffingen. Das ist eine kleine Stadt und die liegt mitten in Deutschland. Klar, aber wo genau? Wir sind im Miniaturwunderland in Hamburg. Knuffingen haben sich die Leute hier ausgedacht, das soll die ideale Stadt sein. Und so viel Fantasie braucht man gerade dafür gar nicht, denn den Deutschen geht es gut. Die Arbeitslosigkeit sinkt, das Bruttoinlandsprodukt steigt weiter. Allein in diesem Quartal um 0,6%. Der Grund für das alles? Es wird konsumiert. Und wenn jetzt gerade alle so schön in Kauflaune sind, dann gucken wir mal, welche Aktien sich gerade besonders lohnen. Herr Schickentanz, im September wird ein neuer Bundestag gewählt. Was heißt denn das für meine Investitionen? Ehrlich gesagt nicht allzu viel. Es gibt ein altes Börsensprichwort. Politische Börsen haben kurze Beine und diesmal dürfte das der Fall sein. Die Demoskopen sind sich einig. Angela Merkel ist und bleibt Bundeskanzlerin auch nach dem 25. September. Sprechen wir mal die Varianten durch. Eine Neuauflage der Großen Koalition. Ist es gut für mein Geld? Wäre nicht das Schlechteste. Die Börsianer lieben Stabilität. Das Einzige, was sicherlich ein Nachteil wäre, eine große Koalition würde weitermachen, die Reformen von Agenda 2010 zurückzudrehen. Das wäre langfristig für Deutschland sicherlich nicht das Beste. Möglich wäre ja auch CDU und FDP. Was würde das bedeuten? Ja, für die Börsianer vielleicht die beliebteste Konstellation. Allerdings muss man sagen, nach den aktuellen Meinungsumfragen würde es allenfalls für eine Mini-Mehrheit reichen. Das heißt, die Stabilität wäre nicht ganz so gut. Von daher auch das ein kleiner Makel. Wenn die Grünen noch dazukommen, dann spricht man von Jamaika. Was heißt das? Für mich sehr unrealistisch in der kommenden Legislaturperiode. Warum? Grüne und CSU, das verträgt sich nicht. Das Wahlprogramm diametral entgegengesetzt. Und was ganz Neues wäre ja SPD mit Grünen und in Frage kommen die Linken. Das klingt nicht so gut fürs Geldverdienen, oder? Ja, Rot-Grün alleine wäre, glaube ich, kein Drama für die Börsen. Aber wenn die Linkspartei dazukäme, könnte das den ein oder anderen ausländischen Investor dazu veranlassen, Gelder abzuziehen. Das wäre dann tatsächlich nicht gut fürs Geld. Über ein Thema müssen wir noch reden. Air Berlin hat Insolvenz angemeldet. Der Kurs ist im Keller. Soll ich da jetzt Aktien kaufen oder lieber bei der Konkurrenz? Bei Air Berlin ist es tatsächlich eine reine Spekulation, keine Investition. Da würde ich persönlich die Finger davon lassen. Für die Konkurrenz ist das keine schlechte Nachricht. Die Wettbewerbsintensität dürfte zurückgehen und der ein oder andere Wettbewerber hat vielleicht die Chance, sich ein schönes Teil von Air Berlin zu sichern und damit die eigene Flotte aufzuwerten. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.